Hallo und herzlich willkommen hier bei die 20 Sounds. Ich habe hier einen kleinen Jahresrückblick für euch und ich hoffe, es sind ein paar interessante Sachen für euch dabei. Für mich war es ein sehr anstrengendes Jahr, gerade jetzt zum Schluss, aber auch ein sehr, sehr cooles Jahr mit vielen Kooperationen, die für mich persönlich im Mittelpunkt standen, und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Das Jahr fing damit an, dass Tini, auch bekannt als Gabriela, vorbeikam. Sie hatte eine Idee für einen Song, wo wir daran gearbeitet haben. Und da sie schon einmal da war, hat sie für mich auch zwei Songs eingesungen. Nämlich einmal How Heroes Die, der jetzt gerade erst rausgekommen ist. Den habe ich so ein bisschen zurückgehalten. Ich hatte eigentlich vor, damit was Besonderes zu machen. Der ist leider ein bisschen untergegangen, außer in Finnland, wo er extrem gut gelaufen ist. Jetzt schon seit, ja, ist Anfang Dezember rausgekommen, glaube ich, oder Ende November. Und sie hat auch den Song für das Crowdfunding von No Return gesungen. Nicht geschrieben, geschrieben habe ich den. Und inspiriert hat den Steffs Hörspiele mit der Geschichte über Flair, eine Gestalt aus No Return, aus der dystopischen Welt. Sehr, sehr cool, sehr gutes Szenario. Und das ist auch echt ein Highlight gewesen dieses Jahr. Da waren so viele Kreative dran beteiligt. Und es hat so viel Spaß gemacht, in den Austausch zu gehen und zu überlegen, welchen Sound No Return hat, und sich damit zu beschäftigen und sich mit Manny auszutauschen und mit Shiraki und mit Doro und ja, wie sie alle heißen. Also es waren unfassbar viele kreative Menschen dabei und eine tolle Community. Das hat total Bock gemacht und ich finde, es sind auch sehr coole Sachen da herumgekommen. Ich konnte dann auch im Laufe des Jahres meinen kleinen Roboter James Quadrat endlich mal spielen. Ein gefährlicher Pazifist, sage ich mal. Schaut euch mal das Let's Play an, wenn ihr wollt, von No Return, wo Dustin mitspielt, Shiraki mitspielt und Megumi mitspielt und alle mit wunderbaren Charakteren, aber eben auch mein, wie ich finde, ganz großartig gewordener James Quadrat, der kleine hilfsbereite Roboter, der, ja, ich möchte nicht zu viel erzählen. Guckt einfach mal rein. Wer hier immer gerne im Studio gesehen ist und den ich mittlerweile auch zu meinen Freunden zähle, ist der Mariano. Und wir haben mehrere Sachen dieses Jahr aufgenommen. Er hat mich viel unterstützt. Wir haben auch zusammengeschrieben. Er hat noch einen Song mitgebracht. Den werdet ihr demnächst oder habt ihr wahrscheinlich schon bei Jürgen Lama gehört. Der ist natürlich bei mir auch auf Patreon. Und ja, es gibt echt ein paar sehr coole Sachen. Und wenn er hier ist, haben wir immer eine Menge Spaß. Einen Song haben wir jetzt für einen Freund gemacht. Mal gucken, ob wir den auch rausbringen dürfen, noch anderweitig. Ansonsten werdet ihr bestimmt im nächsten Jahr mehr von Mariano hören. Wie gesagt, es ist immer cool, wenn er da ist. Ist einfach so ein Herzenstyp. Ein ganz besonderes Highlight für mich auch. Also ihr merkt, es kommt ein Highlight, für mich persönliche Highlights, deswegen war es auch so ein cooles Jahr nach dem anderen, ist, dass wir Sklaven des Sands gemacht haben. Ein Let's Play in einem echten Theater mit einem echten Schauspieler, mit Chris Köhler, der auch Synchronsprecher ist, der immer wieder dafür gesorgt hat, dass die Geschichte vorangetrieben wird, der uns viele Tipps gegeben hat, womit wir gelernt haben, noch besser zu spielen. Und der einfach auch ein super Mensch ist und mit dem ich jetzt mittlerweile auch die Bühne teile. Mein erster Auftritt seit langem wieder als Schauspieler auf einer Bühne in einem wunderbaren Kinderstück, was jetzt heute ist der 15.12. übermorgen das letzte Mal läuft. Aber da wird das Video schon nicht ausgestrahlt, noch nicht ausgestrahlt sein. Ja, Sklaven des Sands war sehr intensiv. Wir haben uns immer für ein paar Tage eingeschlossen und dann mehrere Folgen runtergedreht. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Folge 13, 14 um den Dreh rum. Die ersten fünf sind schon raus. Die sechste Folge kommt Anfang Januar. Und wenn ihr D&D mögt und ihr mögt, dass es schmissig ist, dass man das nicht auf Regeln rumgeritten wird, sondern und auch nicht. Also wir haben viele Sachen rausgeschnitten, die mit Würfeln zu tun hatten, und haben Kämpfe reduziert und haben ganz viel daran gearbeitet, dass die Story richtig schmissig und cool ist. Und Dustin hat sich einfach mega was überlegt. Wenn ihr mal das Glück habt, sich euch von ihm leiten zu lassen, dass er mal eine Spielrunde leitet, macht es auf jeden Fall. So, dafür lohnt es sich sogar, bei ihm auf den Patreon zu gehen, finde ich. Weil es war schon eine besondere Erfahrung.
Genau, dafür habe ich Musik geschrieben und besonders einen Song, der mir dann einfiel, Give Blood to the Sand, den die wunderbare Carmen Schluck gesungen hat. Die kenne ich noch aus Musical-Zeiten seit Ewigkeiten. Wir kennen uns, ich glaube, fast 30 Jahre inzwischen. Ja, nicht ganz, 28 sind es. Ein Herzensmensch mit einer goldenen Stimme. Vielleicht hörst du das oder siehst du das hier, Kami, hallo. Die singt jetzt auch bei dem, ja, ich hoffe, dass es noch rauskommt dieses Jahr, das neue Hörspiel von Stefz. Singt sie auch einen Song und hat mich ermutigt, mit ihr Duett zu singen. Und dadurch, dass sie dann da war und mich unterstützt hat, ist es auch gut geworden. Ich bin ganz zufrieden damit. Also auch da nochmal danke für. Auch sehr schön war, dass ich auf der FeenCon dieses Jahr, ich glaube im Mai oder Juni war es, die Leute von Couch Session RPG ein bisschen kennengelernt habe, ein bisschen besser kennengelernt habe. Und dadurch sind zwei Let's Plays zustande gekommen, unter anderem Shiver. Das war das erste, was wir gemacht haben. Da gibt es zwei Folgen von. Und sehr cool war Let's Candles. Und in dem Zusammenhang ist auch wieder ein Song entstanden. Da hat mir die liebe Schnetti einfach aufs Handy irgendeine Melodie gesungen zu dem Song. Natürlich nicht irgendwas, so was sie im Kopf hatte. Und ich durfte den arrangieren und das außen herum machen und Tontechnik gestalten. Und ich glaube, das ist echt sehr gut geworden, was wir da gemacht haben. Und der Song gibt die Stimmung von Let's Candles ganz gut wieder. Wird sogar jetzt mittlerweile in Amerika sich angeschaut. Von dem Steven, der Let's Candles gemacht hat. Worauf wir natürlich extrem stolz sind. Couch Session ist auch eine Gruppe, die ihr auf jeden Fall unterstützen könnt. Ich finde, die machen auch großartigen Content. Auch 3P, also es gibt so viele nette Creator und es war sehr cool, dass ich euch alle mal kennengelernt habe und ich hoffe, euch öfter mal wiederzutreffen. Ich freue mich aber auch, wenn ihr, liebe Normalos, Nicht-Creator oder sowas, mal auf mich zukommt und mir sagt, hey, ich bin der und der, wir haben schon ein paar Mal geschrieben oder euch einfach mal vorstellt und mir sagt, was ihr von meiner Musik zum Beispiel haltet oder was ihr cool findet, was ihr doof findet. Ich freue mich immer, wenn es irgendwelches Feedback gibt, denn natürlich schwimmt man als Creator manchmal so ein bisschen im luftleeren Raum und ja, freut sich, wenn irgendwas zurückkommt, weil jetzt zum Beispiel, hier ist keiner vor der Kamera, ist keiner im Raum, der mal eben klatschen könnte oder sagen könnte, ja, ganz gut oder nee, gar nicht gut. Wir machen das alle immer alleine und wie gesagt, wir freuen uns darüber, wenn wir jemanden kennenlernen und der uns Feedback gibt. Ich habe dieses Jahr mein erstes Audible-Hörbuch gemischt. Ich habe es nicht aufgenommen. Gesprochen hat es der tolle Joshi Peters. Er hat eine fantastische Stimme, sehr facettenreich. Und geschrieben hat es Lars Machmüller. Der Kontakt kam auch über den Chris Köhler zustande. Und der schreibt tierische Bücher. Ich finde es gut. Ich habe die schon gehört, die Sachen. Ich bin froh, dass ich jetzt dabei bin bei den Produktionen, weil ich glaube, das ist, also es ist cool, bei sowas dabei zu sein, auch wenn das erste Audible-Hörbuch echt eine Herausforderung war für mich zu machen. Es war schon sehr anspruchsvoll. Was gibt es noch Lustiges zu erzählen? In Burg Breuberg haben wir zusammen einen Community-Song geschrieben oder gespielt. Geschrieben habe ich den. Und Mariano hat mich auch dabei unterstützt, wieder so den Gesang noch ein bisschen einmal grob aufzunehmen. Und dann haben ganz viele aus der Community einzelne Zeilen übernommen. Und wir haben eine Aufnahmesession gemacht im alten Rittersaal in Burg Breuberg. Und es war lustig und es war überraschend gut. Es hat mich sehr gefreut, wie viele Leute da vorbeigekommen sind und eine tolle Stimme haben und mega abgeliefert haben. Viele Sachen, die ich gemacht habe dieses Jahr, sind inzwischen auf Spotify gelandet und meine Zahlen auf Spotify, momentan posten ja viele ihre Zahlen auf Spotify, ich möchte das lieber nicht machen. Nicht, weil es nichts anzugeben gäbe. Es ist gut gelaufen, Spotify. Ich habe mich nochmal fast verdoppelt von den Zahlen. Also ganz schick. Allerdings hat Spotify gerade die Politik geändert und nächstes Jahr soll es noch ab 1000 Streams, also pro Song, der Song gewertet werden. Ich habe momentan 91 Songs auf Spotify und das betrifft aktuell
etwa 8 bis 10, wenn das so weiterläuft mit diesen Songs. Das heißt, es werden ja ungefähr nur 10% meiner Stücke werden abgerechnet werden. Ich finde es nicht okay. Es haben sich viele Musiker dagegen gewehrt und eine Petition unterschrieben. Ich finde einfach, dass Spotify da Sachen nicht gut macht. Es darf Musik meiner Meinung nach nicht kostenlos geben. Wenn ich das als Hobbymusiker mache und meinem Freund eine Demokassette gebe oder einen MP3-Stick oder sowas, dass er sich was anhören kann, ist das okay, finde ich. Aber es gibt viele Leute, die davon leben und aufgrund Spotifys Politik nicht mehr gut davon leben können. Und das ist schade. Alleine, also 40.000 Streams waren dieses Jahr, ich sage jetzt doch mal eine Zahl, ungefähr 150 Euro sind rumgekommen. Wenn das Ganze auf Tidal gewesen wäre, die deutlich besser bezahlen, wäre es nicht 150, sondern 750 Euro gewesen. Wenn es auf Apple Music gewesen wäre oder ja, auf Amazon, weiß ich es noch ungefähr, dann wäre es auf jeden Fall um die 500 Euro gewesen oder 450 Euro oder sowas im Dreh, also 400 bis 500 Euro, so ganz genau weiß ich nicht. Auf jeden Fall bezahlt Spotify am schlechtesten und wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann bitte nicht auf Spotify oder macht es doch auf Spotify, ist lieber als gar nichts, aber ist halt extrem unlukrativ und wenn sich das jetzt durchsetzt und die Petition nicht durchkommt, wird nächstes Jahr kaum noch was davon übrig bleiben. Wenn ihr findet, dass ich gute Musik mache oder wenn euch das gefällt, wenn ihr Sachen gerne nutzen wollt. Alle meine Sachen, die ich rausbringe, außer die, die an Verlage gegangen sind, sind Creative Commons Lizenz und dürfen genutzt werden. Ohne irgendwelche Probleme. Ihr schreibt einfach meinen Namen mit rein, sagt, wenn ihr streamt, schreibt ihr rein Musik Martin Schröer oder die 20 Sounds, lieber die 20 Sounds. Und damit ist das Thema gegessen. Wenn ihr meint, dass es unterstützenswert ist, könnt ihr das auf verschiedene Arten machen. Die Gratis-Methode ist einfach, kommentiert das, teilt das, liked das, schreibt irgendwas Nettes rein, gebt mir Feedback, kostet nichts, bringt eine ganze Menge. Die nächste Methode ist, ihr streamt es auf irgendeiner Plattform oder kauft irgendein Album in meinem Webshop. Da wird es übrigens nächstes Jahr eine neue Webseite geben, aber ihr könnt jetzt noch alle Alben kaufen, kosten nicht die Welt, sind als digitaler Download angelegt, entweder bei mir oder bei Lurchen Lama im Shop. Also, wenn ihr mir nicht vertraut, dann dort oder bei Bandcamp zum Beispiel. Da sind auch viele Alben schon aufgelistet. Was gibt es noch an Unterstützungsmöglichkeiten? Die coolste Methode für mich ist, wenn ihr mich bei Patreon unterstützt. Ich bin auch nicht sauer, wenn jemand nach einem Monat geht und sagt, es ist nicht meins. So ist es halt. Ich finde es sehr cool, wenn sich mehrere Leute angucken. Ich freue mich nicht nur über die Kohle, die dabei rumkommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kohle scheiße ist. Ist sie nicht. Ich freue mich über jeden Euro, der reinkommt. Aber sehr cool ist, dass ich mit vielen von diesen Leuten auf meinem Discord einen guten Kontakt habe und da ein reger Austausch stattfindet, der mich auch beflügelt, neue Musik zu schreiben, der mir Ideen liefert. Und liebe Patrons, wenn ihr das seht, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr mich unterstützt. Es ist großartig. Gut, was ich jetzt schon gesagt habe, nächstes Jahr eine neue Webseite. Also die Webseite wird neu gemacht, www.d20sounds.com, nicht nur .com, sondern .com. Ich hoffe, es wird wieder nächstes Jahr viele coole Kooperationen geben. Dieses Jahr war auf jeden Fall sehr voll mit Kooperationen und sehr voll mit Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, so viel zu machen, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend, kommt gut ins neue Jahr und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Bis dann, macht's gut, euer Martin. Ciao.